Goldbarren, Makrosa Smaragd. Hey, ohne keinen Inventarplatz mehr. Ich glaube, nachdem wir bei dem... Dann mal los. Ach, mein Vulkanglas. Ich habe mich schon gewundert. Wieso kann ich so viel tragen? Ich nehme 31. Ich meine Handschuhe anhabe, Chicken. Ich glaube, wir machen noch den Drachen davon. Dann müssen wir erstmal wieder ein paar Sachen in meinen Häusern ablegen. Hallo, Mr. Bär. Du bist wirklich Mr. Bär. Mr. Bär. Mr. Bär. Ja, eigentlich müsste ich ja da ohne mein Pferd hin. Nicht, dass das noch gebraten wird. Hallo, Mr. Zweiter Teddybär. Du bist jetzt ein Höhlenbär. Was machst du auf einer Klippe? Du bist kein Klippenbär. Du bist kein Klippenbär? Wieso treffe ich nicht mehr? Alter, ist das schrecklich. Ich lasse ihn einfach mal da stehen, ne? Chicken, das wird der größte Fehler deines Lebens. Du wirst nie wieder woanders hin können. Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir mal sehen. Autsch. So. Ach, du bist ein Blutdrache. Kleiner. Kein deiner Wand zu sitzen, oder was ist los? Du machst Krokodilen, habe ich gehört. Du hast das Jurutoshuro. Das hört sich bei sie gleich an, wenn ihr mich fragt. Nee, das ist Jotoshuro. Bist du jetzt ernsthaft auf mein Pferdchen? Fröstlilein, Fröstlilein. Ich werde euch vernichten. Frost! Braucht ein Frostatro nach. Auch sehr toll, hier auf dem Berg zu kämpfen. Lande doch mal irgendwo! Wieso hast du jetzt da... Da, ich verstehe nicht. Zerstörung. Mehr Magika. Einhändig verstärken. Feuerresistent. Auch wenn ich schon feuerresistent bin. Besser als Eis, ne? Yeah! Mit durch den Bodenglitch-Grafik! Das ist das erste Mal, dass wir so einen Finisher bei einem Drachen machen.
Glaube ich. Keine Ahnung. Kann sein. Ernsthaft? So, hä? Merkwürdige Dinge passieren hier. Wenn ihr mich fragt. Ihr seid zu schwer. Leiche. Ja, das sehe ich auch. Hat die da vorher auch schon? Blutige Lumpen. Na, lecker. Na, lecker. Ja. Noch mehr Blut für Kiesel. Kiesel möchte gerne im Blut bladen. Ja, im Blut baden. So. Er möchte wie dieser Typ werden, der auch in Drachenblut gebadet hat. Und damit unverwundbar wurde. Außer, wie gesagt, an einer speziellen Stelle seines Rückens. Das mit einem Blatt verdeckt wurde, bevor er ins Blutbad gehüpft ist. Diese Spur, die er nach sich gezogen hat, ne? Wer räumt das hier wieder auf, Mr. Drache? Aufräumen? Was ist das? Ich wohne. Ich wohne. Elementare Raserei. Ja, benutze ich eigentlich nicht. Aber hey, was soll's. Fiona. Eisiger Speer. Zauberbuch. Eisiger Speer. Kann ich das überhaupt? 243! So viel habe ich nicht. Ich müsste mich erstmal darum kümmern, Gesundheit hochzutreiben. Dann könnten wir uns vielleicht mal Magika zuwenden. Irgendwann in 3000 Jahren. Inventarplatz schaffen. Ja. Eislauf. Ich brauche Platz im Inventar. Na, 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 na. Es ist dunkel. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, ich sorge für Ergebnisse. Das kannst du nicht, ne? Wobei, wenn ich schon mal hier bin, in... Könnte ich direkt auch ein paar Sachen schmieden. Ja, makelloser Rubin. Hoffentlich bin ich da nicht so hirnlos und verbrat ihn. Aber ich bin auch gerne mal gehirnlos, ne? Na, Jona, wie du antwortest. Gehirnlosigkeit ist schön. Toll, wundervoll. Und das war nicht der Werwolf-Sprint, wie ich schon automatisch immer auf Aura flüstern gehe. Ja. Der Turm erfüllt deine Arme mit der Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnellere Schläge mit einer Waffe. Solange die Waffe unverzaubert ist. So, kleiner Cheat-Trick. Um schneller voranzukommen. Habe ich noch irgendwas zum Schmelzen? Cheat-Trick würde ich das nicht unbedingt nennen. Aber hey, was soll's. Schmuck.
Nein, stopp, halt. Jona, komm her. Gehen wir. Ich habe geschworen, eure Lampe zu tragen. Ist Gold und Silber. Ich meine ja nur, ne? Alter, ist das wie Gold. Alter. Dann mal los. Also wenn mich das nicht auf Stufe 60 der Schmiedekunst bringt, dann weiß ich auch nicht. Dann verliere ich den Glauben an die Menschheit. So, markloser Amethyst. Der kann gerne benutzt werden. Diamanten können benutzt werden. Zumindest einen muss ich ja nur übrig lassen. Granatstein. Markloser Saphir. Ja, den kann ich ja jetzt benutzen. Markloser Smaragd. Oh, Rubinring ist am meisten wert, aber einen Silberbarren muss ich lassen. Sehr schön. Jetzt muss ich nur auf das Level abwarten und ich kann... Ne? Ihr wisst schon. Ja, ihr wisst schon. Noch zu viel. Zu viel. Yeah, jetzt kommt wieder eine ganze große Verkaufssession. Ich habe hier einige gute Stücke. Ich sage nicht, werft einen Blick darauf. Oh, falsch. Stopp. Chicken, gewöhn dir endlich mal an! Ja, das anzuziehen. Ja. Bessere Preise, sehen schön. So, das kannst du haben. Ebenfalls. Ich müsste gucken, ob ich das entzaubern. Obwohl, Illusion. Brauche ich unbedingt. Nicht unbedingt. Kennt ihr meinen Vater? Nein. Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Doch, eigentlich schon, aber nein. Wie habt ihr das gemacht? Vergesst nicht. Ich bin einfach magisch. So habe ich das gemacht. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Wieso sollte ich Ärger suchen, Lydia? Und wieso sprichst du durch die Decke zu mir? Das ist unhöflich deinerseits, ne? So. Ja, es wird jetzt. Wieso lege ich den Silber eigentlich ab? Kann ich doch weiter umformen in Gold. Ja, Brain AFK wie eh und je. Jetzt habe ich bei Stahl nicht geguckt, ob ich da etwas hätte herstellen können. Aber ist ja egal, ne, Jona? Ist ja egal. Ach komm, leg da ruhig 5 ab. Ich probiere Inventarplatz.
Du wiegst viel.